Willkommen zurück in Brasilien, auf diesem Bürogebäude, Parkdeck, Baustelle. Vielleicht ist es auch ein architektisches Wunderwerk und das muss es sein. Sei es wie es ist, wir probieren hier Aliens zu jagen. Und der Mr. Burns geht vor. Du wartest mir mal bitte. Ich kenne dieses Gebiet noch gar nicht. Und du bist ein Neuling. Wollen wir dich verheizen? Ne, verheizen nicht, aber geh mal bitte. Feinde gesichtet. In alle Winde verstreut. Mr. Burns, du wartest bitte noch. Und hier ist unser Sanitäter. Das heißt, geh mir mal bitte zur Unterstützung des Neulings. Mr. Burns, jetzt dräng dich doch nicht so auf. Ich wollen wir noch gar nicht. Gleich mal durchspurten. Ziehen wir dich halt noch ein Stückchen nach. Keine Deckung mehr. Du könntest zwar hier die Seite des Gebäudes. Nee, das reicht nicht mal. Dann übernehmen wir doch gleich den Feldposten. Aber du könntest dich hier in Sicherheit bringen. Allerdings ist die ganze Seite rechts offen. Ich brauche hier doch Platz für den Scharfschütz, um den nachzuziehen. Nee, Sicherheit geht vor. Scharfschütze, du gehst mir nur bis hierher. Nee, du kannst ja keinen Feldposten machen, wenn du dich bewegt hast. Du bist so eine faule Sau, das gibt's doch gar nicht. Einmal bewegen und dann die Arbeit verweigern. Geh halt in Deckung. Sehr schön. Die werden sich zukünftig zweimal überlegen, nochmal aus der Deckung zu kommen. Einfach so meine Feuerlinie zu rennen. Nee, warten wir bitte noch. Warten wir bitte auch noch. Der Neuling kann mal bisher mal sehen. Oh, er sieht schon was. Nee, da oben hat es noch mehr. Oh, der hat die Deckung gegen oben. Mal sehen. 45%. Heiße Sache, heiße Sache. Du musst Erfahrung sammeln, komm. Oh, du wirst sicher zukünftig mal ein Scharfschütze. Du stehst im Nirgendwo. Das heißt, wir müssen dich ein bisschen näher ziehen. Wenn ich jetzt angreife, schießen sie von vorne oder von der Seite? Komm, versuchen wir es. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Für irgendwas bist du ja Scharfschütze. Nein, du darfst ja nicht. Ach, dann geh halt in Deckung. Moment, mal kurz. Du könntest dich ja noch ein bisschen weiter bewegen. Ach, von hier kann er wieder nicht schießen dann. Dann darf er ja wieder nicht. Ach, dann geh doch wirklich. Wildes Ding. Deckungsfeuer. Soll ich die klein halten, die Raketen? Nee. Was, 1%?
Nee. Da bewegen wir uns lieber ein bisschen näher. Übergeben wir uns in Volldeckung. Guck mal einer! Das ist ja hässlich. Wir werden eingekreist, habe ich das Gefühl. Das ist alles nicht so schön. Da wurde jetzt beschossen, obwohl er in Volldeckung ist. Das heißt, sie schießen von rechts. Ich habe hier keine Deckung. Das bedeutet umgekehrt. Komm. Rechts stehen wir unter Beschuss. Hier kann ich nicht hin. Da werde ich sonst wieder von oben beschossen. Der wird ebenfalls von oben beschossen. Soll ich tatsächlich einfach nur aussitzen? Oder ich könnte natürlich... Sorgen für Schutz. Komm jetzt. Nicht wieder so nervös werden, du blöde Kamera. Nur ein bisschen. Bisschen nach links kommen. Bisschen. Wer diese Kamera gebaut hat, gehört bestraft. Nein! Nimm mal so die Rauchgranate. Nein, warum denn nicht? Ich will doch nur das Leben meiner Leute schützen. Das hatte ich doch schon. Hierhin. Das 1% Trefferwahrscheinlichkeit. Egal, Deckungsfeuer. Feuerschutz! Egal, was ich jetzt mache, ich würde eh beschossen werden. Ich könnte aber hinrennen und gleichzeitig noch wobei, wenn ich Sturm und Feuer nehme, dann kann ich das Ding nicht benutzen. Ist das schon... Okay. Das machen wir gleich. Mal sehen, ob du den triffst. Du wirst ihn sicher gleich töten. Egal. Das Leben ist wichtiger. Ausgeschaltet. Hab keine Ruhe. Das heißt... Rot muss er eh, wenn ich das richtig sehe. Das ist der einzige Unterschied ist. Wie nah er da rankommt.
gehen wir mal da in Deckung. Du wurdest von oben beschossen, das heißt, wir gehen mal bis hierher. Hier ist alles noch friedlich. Da ist nirgends Deckung. Das ist doch in Deckung. Na, mindestens gegen die Seite wäre in Deckung. Das nützt relativ wenig, wenn hier der Gegner ist. Hier wäre gegen oben in Deckung. Ja, probier's. Den da oben abschießen oder übernehmen. Nee, ich will, dass du überlebst. Wenn er nicht trifft, dann ist er tot. Alles nicht so günstig, alles nicht so günstig. Versuchen wir es mal mit halbem Risiko. Ganz kurz ein Ladeunterbruch. Und da sind wir schon wieder. Ich will den eigentlich nicht aufschalten. Ich möchte ihn eigentlich mitnehmen. Wenn ich hier bin, probieren wir es. Sehr schön. Sie verlieren an Boden. Jetzt geht's wieder besser. Sie verlieren am Boden und ich gewinne. Das ist hoffentlich erst der Anfang. Hat jetzt sicher da oben eine Wache gemacht. Kann ich mich von hinten nähern? Ja, könnte ich mich. Aber der wird sicher auch von hinten schießen. Ich will an den Rand, ihr merkt es vielleicht. Aber ich will natürlich nicht völlig kopflos. Ich weiß, wenn ich spurte, dann kann ich nämlich nicht mehr dieses Betäuben benutzen. Das heißt, ich bin im Moment ein bisschen am Verzweifeln. Warte, komm, wir überlegen uns was. Du brauchst dringend einen Sanitäter. Bitte nur bis hierher. Und übernehme mal bitte von hier die Wache. Ach, du musst nachladen. Bin wieder da. Wie, weißt du was? Wir haben es probiert, wir haben es gesehen. Du kannst das. Gehen wir wieder in Sicherheit. Wir heilen hier unten.
Volles Leben! Das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Machst du mir bitte noch einmal Feldposten? Und der Sniper ist immer noch arbeitslos. Dann schauen wir doch bitte mal, was mich hier erwarten würde. Nee, den kennen wir schon. Das heißt, bleib in Deckung. Ich sehe, dass dir bleibt gar nichts anderes übrig, als kopflos nach vorne zu stürmen. Nein! Warum war das jetzt so klar? Doch nicht mal Sani! Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist hier oben jetzt ein Alien, das auf mich wartet. Du könntest ihn da oben immer noch versuchen zu betäuben, aber du kommst nicht ran. Und du hast relativ wenig Lebenspunkte. Das heißt, du brauchst nachher dringend einen Sunny. Dann würde ich sagen, wir nähern uns Nee, das ist ja immer noch der da oben. Sunny, kommst du ran? Trefft ihr euch auf halbem Weg? War das vielleicht eine Idee? Da steht aber dann im Feuer. Komm. Du wirst gleich beschossen, ich weiß es, aber du überlebst das. Moment mal. Du hast doch volles Leben, oder? Und du stehst eigentlich relativ günstig. Das waren drei, das müsste eigentlich nur noch einer sein. Das heißt, ran an den Speck. Was, 58% von der Seite? Da will ich mich verarschen. Hab keine Patronen mehr. Oben hat er geschossen, das heißt, du müsstest eigentlich hier durchkommen. Das war fast so gedacht. Noch genauer wäre es eigentlich. Der hat jetzt geschossen hier oben. Das heißt, der dürfte eigentlich nicht mehr schießen. Nee, warten. Komm. Du hast so viel bisher geleistet. Nee, Moment mal. Feldposten. Hier. Du wirst es überstehen. Und du holst mir jetzt bitte mal diesen verdammten Eddie hier hinten. Mach.
zwar indem du hier gleichzeitig in Deckung gehst. Feind in Sicht. Das sind schon die nächsten. Weg mit ihm. Keine Bedrohung mehr. Wir können ihm hier beide Feuer. Nein, das ist brenzlig. Das ist wirklich brenzlig. Von allen Seiten unter Beschuss. Ein armer Kerl im Moment. Was machen wir? Mit dem Scharfschützen schalten wir mal 84, 65. Eigentlich müssten wir den ausschalten können. Nee, den wollen wir nicht. Wir wollen den anderen. Oder Moment mal kurz überlegen. Nee, euch will ich alle nicht. Ich will den hier. Du könntest theoretisch bis hier hin. Bis hier hin. Das würde reichen für die Betäubung. Gleichzeitig hättest du eine Deckung gegen da oben. Alles klar, dann machen wir das. Wenn es denn überhaupt klappt. Du blödes Ding! Bitte einmal heilen, dringend. Hier hinten müsste alles sauber sein, das heißt, du kannst hier gleich durchsporten. Und dich brauche ich. Theoretisch könnte da oben sich über diese Seite annähern. Ja, mach es. Und was machen wir mit dir? Du stehst von zwei Seiten unter Feuer. Das heißt, entweder... Ob ich hier nicht doppelt davon, wenn ich hierher gehe? Na komm, das hat sich so Mühe gegeben. Ja, hoffentlich. Hoffentlich geht's ja auch weiterhin gut. Hey, wehe, das klappt jetzt nicht. Bitte überlebe es. Ich
Bitte nicht, bitte nicht. Was machen wir? Was machen wir? Wir setzen noch eine Runde aus. Also wenn du ihn jetzt nicht erwischt, dann werde ich wirklich sauer. Ziel eliminiert. Sehr schön. Irgendwas muss ja klappen. Gehst du nämlich nachher von oben ran. Und dich ziehen wir zurück. Ja, zurück. Rückzug. Bis der Doc da ist. Nee, keine Deckung, das ist mir zu gefährlich. Doch, du musst überleben. Und oben dürfte mich eigentlich nichts erwarten, aber... Das Spiel ist bisher so gemein zu mir gewesen. Sehr schön. Geladen. Ja, eindeutig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich befürchte, schlimm ist, wenn ich das mache. Ja. Mach lieber einen Feldposten. So war es gedacht. Den Rückraum sichern. Und schon lohnt sich das. Einsatzziele erreicht. Ja! Was für ein höllischer Einsatz. Und Brasilien hat Freude. So sollte es sein. So sollte es sein. Wir bringen alle wieder sicher nach Hause. Verletzungen haben wir, aber die können heilen. Tote sind schlimmer. And another one by the dust. Einmal Leutnant. Wiederbelebung. Medikits können kritisch verwundete Soldaten mit 33% ihre maximale Gesundheit wiederbeleben, statt sie nur zu stabilisieren. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Gewehrdeckungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Die Zielsicherheit ist... Nee, das können andere übernehmen. Wir brauchen das eindeutig. Du entwickelst dich zu meinem Hauptsanitäter. Und nochmal ein Sturmsoldat. Artefakte haben wir ein leichtes Plasmagewehr, durch das wir einen übernehmen konnten. Und massenhaft Leichen. Leichen pflastern seinen Weg. 18 Waffenfragmente. Und eine Werkstatt. Warum ich jetzt eine Werkstatt erhalte, ist mir allerdings jetzt gerade nicht bewusst. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Sehr schön, das brauche ich, das brauche ich. Verbundbonus 7% Erstattung der Ressourcen beim Bau von Fortbewegungsmitteln, Gebäuden oder Gießereiprojekten. Ja, ja. Operation Sterbende Abend. Der Einsatztrupp der XCOM nach Brasilien entsandt hat, konnte in Manaus eine Entführung durch Aliens verhindern. Brasilien ist dankbar und hofft, dass diese Belohnung im XCOM
Projekt nützen wird. Ja, diese 200, das ist nicht so das Ziel gewesen, aber diese Panik hat sich um 2 abgeschwächt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, und ich merke, dass du mich im Auge behältst, nämlich jetzt fängt es wieder an zu lecken. Wir sehen uns später wieder. Bleib mir erhalten. Es wäre mir eine Freude. Moment.